Wir sind in einer Kalkulation, in der im Bereich der Dachstühle die Variante Normaldachstuhl als Kaltdachstuhl vorhanden ist. Heißt also, dass es die Möglichkeit gibt, eine Ausführung zu wählen, in der der Normaldachstuhl nur Anführungszeichen ohne Dämmung, ohne Untersparendämmung, ohne Innenbeplankung, in der Regel auch ohne Dampf. Sperre, das ist allerdings von dem einen zum anderen Ausführenden noch unterschiedlich berechnet werden kann und damit in der Regel eben in der Decke dann vollflächig gedämmt wird. Da gibt es auch eine entsprechende Warnmeldung, wenn das bei Ihnen in der Kalkulation nicht drin sein sollte. Es gibt ein Video für die Ergänzung Kaltdach. Wir haben jetzt hier in einer firmenspezifischen Kalkulation oder einer Kalkulation, die angepasst ist, die Anforderung, dass eben hier auch häufig Deckenvarianten zum Kaltdach gebaut werden, die nicht Elementdecken und nicht Bindergurtdecken sind. Das heißt also keine Decken, bei denen die Dämmung im Gefach über die hier bereits im Standort voreingestellte 240er Dämmung vollflächig ausgeführt werden kann. Bedeutet also, wir brauchen eine Steuerung für die Dämmung von Sichtbalken und Massivholzdecken, die, wenn es so ist, dass über diesen Decken ein Kaltdach da ist, eingestellt werden kann, wie diese Decken gedämmt werden sollen. Das ist der erste Punkt. Es gibt unterschiedliche Dämmstoffe dafür, beziehungsweise Dämmstoffstärken. Und es soll ebenso sein, dass es steuerbar ist, wie viel Prozent dieser Fläche noch zusätzlich mit schwimmenden OSB-Platten beplankt wird, sodass eben auf dieser gedämmten Decke im Kaltdach noch Abstellflächen entstehen. Das ist die Aufgabenstellung. Das heißt also, wir machen eins. Wir gehen als allererstes in die Berechnung und zwar in dem Falle in den Inhalt der Sonderausstattung und dürfen die Steuerelemente, die dafür nötig sind, und zwar im Register Decke ergänzen. Das heißt also, wir brauchen eine Kombobox, mit der wir oder in der wir auswählen können, was für Dämmstoffausführung gewünscht ist. Und wir brauchen ein Eingabefeld, in dem der Prozentwert eingegeben werden kann. Das heißt also Register Decke und wir gehen auf Inhalt bearbeiten. Das heißt also, es wird jetzt automatisch der Assistent für die Sonderausstattung geöffnet. So, und ich mache einfach mal eins, ich nehme mir das Element mit einer Markierung, sage Steuerung C, Steuerung V, habe das Ganze damit dupliziert und habe jetzt hier einfach mal die Steuerung für die Dämmung angelegt. Ich sage jetzt als Überschrift Dämmung von Massiv- und Sichtdecken bei Kalt. So, dann sehe ich, dass ich hier textuell das Ganze nicht ganz hinkriege. Das heißt also, ich sage, ich mache das einfach mal hier so breit, wie oben das Steuerelement ist. So, und dann markiere ich das, schiebe das hier an der Stelle noch einen Ticken nach vorne. Sage als Spannweite machen wir Dämmung. Und dann ist es so, ich gehe mal auf das Register allgemein, nehme mir hier ein Element her, sage Steuerung C. Das ist jetzt kein Zwang, das so zu tun, wie ich das tue. Ich sage aber, Steuerung C, Decke, Steuerung V. Ich kopiere mir die Sachen gerne zusammen und sage halt, okay, statt Sockelhöhe ändern auf Prozent Beplankung. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist. Prozent begehbar ist vielleicht verständlicher. Dann schieben wir das ein bisschen zusammen.
Das muss auch nicht ganz so groß sein. Gucken wir mal, kriegen wir das hier entsprechend noch daneben. Wenn wir das hier noch ein Stückchen vorschieben, kriegen wir das in eine Reihe. So. Okay. So, jetzt dürfen wir noch die Elementnamen vergeben. Ja, standardmäßig heißt eine kopierte Combo-Box. Combo-Box beziehungsweise dann durchnummeriert. Hier sage ich jetzt Dämmung auf Decken bei Kaltdach. Das ist zwar lang, aber ich habe es gerne sprechend. Okay. Das möchte er nicht. Decken, Kaltdach, Dämmung. Damit ist er jetzt einverstanden. So, und hier sage ich Beplankung, Decken, Dämmung. Wie gesagt, ich muss mal gucken, dass ich den Text vielleicht noch ein kleines Stück nach vorne ziehe. Ja, das sieht so besser aus. Okay. So, die Steuerelemente sind angelegt. Ich gehe mit OK aus dem Designer raus. Er geht in Inhalt der Sonderausstattung zurück, generiert uns die entsprechenden Elemente. Ich sage entsprechend Datensatz speichern, gehe hier einmal mit Schließen nochmal raus, gehe nochmal entsprechend in den Inhalt der Elemente rein, wähle das entsprechende Register aus und habe dann in meinem Register Decke meine Elemente. Ich sehe es hier hinten an der Liste, dass eben noch kein Hilfetext da ist, für Beplankung Deckendämmung. Ich sage die Einheit hier. Ich könnte jetzt Prozent einstellen. Ich lasse es aber einfach mal hier auf Stück stehen und sage Hilfetext, geben Sie hier ein, wie viel Prozent der gedämmten Fläche der Decken mit einer Beplankung versehen werden soll. Wichtig bei solchen neuen Elementen, das wirklich entsprechend anzulegen. Und für die Deckenkaltdachdämmung als Hilfetext stellen Sie hier ein, welche Dämmung auf Sichtbalken oder Massivholzdecken unter Kaltdächern über dem Haus ausgeführt werden soll. Also ich habe mir angewöhnt, die Hilfetextbeschreibung quasi wirklich als erstes zu machen. Tendenziell sinkt damit das Risiko, es zum Schluss zu vergessen. Beplankung, Deckendämmung ist etwas als Eingabefeld. Ist das soweit klar? Ich sage, Anzeige soll immer sein. Das mache ich auch bei der Dämmung für das Kaltdach, weil, wie gesagt, hier eine Steuerung in Abhängigkeit zu Werten aus der Sonderausstattung riskant ist, weil diese Werte erstmal gesetzt werden müssten, das heißt erstmal berechnet werden müssen. Deswegen sollten die Steuerelemente immer sichtbar sein. Die Werte, die es geben soll, sind zum einen Aufdach, Dämmung begehbar 240 mm. Das nehme ich mit STRG C in Zwischenspeicher, sage OK, sage hinzufügen, sage STRG V 260 mm. OK, sage hinzufügen, STRG V 280 mm. So, damit haben wir die Steuerelemente entsprechend schon mal angelegt. Wir können uns das Ganze jetzt
in der Voreinstellung der Sonderausstattung einfach nochmal kurz zum einen anschauen, zum zweiten auch entsprechend voreinstellen. Das heißt also die entsprechende Dämmung. Wir werden sehen, wenn wir uns das jetzt auf dem Registerdecker anschauen, der Wert, nehmen wir mal 240 und begehbar stellen wir mal 81%. Tooltip ist entsprechend auch vorhanden. So, das heißt also, die Steuerung, die haben wir schon mal. Die Beschreibung, sprich die Tooltips sind auch vorhanden. Jetzt geht es um die Umsetzung der Berechnung. Das heißt also, wir brauchen hier Anführungszeichen neue Positionen dafür.